Hallo. Fotos und Bilddateien anonymisieren. Fotos, Office-Dokumente, PDFs und andere Dateitypen enthalten in den Metadaten viel Information, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind, jedoch vieles verraten können. Fotos von Digitalkameras enthalten in den EXIF-Tags eine eindeutige ID der Kamera, Zeitstempel der Aufnahmen, bei neueren Modellen auch GPS-Daten. Die IPTC-Tags können Schlagwörter und Bildbeschreibungen der Fotoverwaltung enthalten. XMP-Daten enthalten den Autor und der Command üblicherweise die verwendete Software. Die Metadaten können zum Beispiel herausgefunden werden, indem man die Datei anklickt und dann auf Eigenschaften klickt und zum Reiter Bild geht. Oder? Sie werden auch angezeigt in einem Bildbetrachtungstool, zum Beispiel dem Bildbetrachter. Sie werden hier unten angezeigt. Oder auch per Bildbearbeitungstool, zum Beispiel per GIMP. Dort findet man die Metadaten unter Datei, Eigenschaften und Erweitert. Vor dem Upload der Dateien ins Internet ist es ratsam, diese überflüssigen Informationen zu entfernen. Es gibt mehrere Firmen, die sich auf die Auswertung dieser Metadaten spezialisiert haben. Auch Strafverfolger nutzen diese Informationen. Das FBI konnte einen Hacker mit den GPS-Koordinaten im Foto seiner Freundin finden. Der Stolen Camera Finder sucht anhand der Kamera-ID in den EXIF-Tags alle Fotos, die mit dieser Kamera gemacht wurden. Da die Kamera-ID mit hoher Wahrscheinlichkeit eindeutig einer Person zugeordnet werden kann, sind viele Anwendungen für diese Suche denkbar. Fotos und Bilddateien anonymisieren. Irfan Few von Windows kann in Fotos mit Öffnen und Speichern die Meta-Tags entfernen. Im Batch-Mode kann man die Funktion Konvertieren nutzen, um mehrere Bilder mit einem Durchgang zu bearbeiten. Man konvertiert die Fotos von JPEG nach JPEG und gibt dabei in den Optionen an, dass keine EXIF, XMP und IPTC-Daten erhalten bleiben sollen. EXIF 2 für Linux ist ein nettes kleines Tool zum Bearbeiten von EXIF, XMP und IPTC-Informationen in Bilddateien. Es ist in den meisten Linux-Distributionen enthalten. Nach der Installation kann man zum Beispiel Fotos auf der Kommandozeile säubern. Ebenso zum Säubern kann man benutzen GIMP und auch noch das Tool J-Head. Diese Tools müssen aber per Paketmanager nachinstalliert werden. Bei GIMP könnte das wie folgt aussehen: Man öffnet eine Datei, dann geht man zu Datei, exportieren, gibt den neuen Namen an oder den gleichen, dann klickt man auf Exportieren, dann öffnet man die erweiterten Optionen und entfernt hier die Häkchen bei EXIF, Datenspeichern, Vorschauspeichern, XMP-Datenspeichern und so weiter. Dann auf Exportieren und dann müssten die Metadaten weg sein. Keine mehr da. Oder auch Kontrolle per Bildbetrachter. Keine Metadaten mehr da. Oder, wie schon gesagt, man benutzt das Tool EXIF 2. Hier bin ich im Ordner Bilder. Und jetzt gibt man ein EXIF 2, Leerzeichen RM für Löschen und dann die Bilddatei zum Beispiel.
Beispiel y.jpg. Und jetzt sind ebenfalls die Metadaten verschwunden. Oder zum Schluss noch das Tool jhead. So gibt man ein jhead Leerzeichen minus PURE JPEG und dann die Bilddatei, hier zum Beispiel z.jpg. Und die Metadaten sind verschwunden. Ciao und viel Glück!